Hallo und herzlich willkommen zurück in Weißlauf. Jo, wir spielen weiter mit dem Druiden. Wir sind ein Druide und wir wollen natürlich ein paar Zauber uns leisten können und damit auch kämpfen. Hallo, Pfau. So, also. Jo, wir haben hier Schutzgeist beschwören. Testen wir das mal noch aus. Und ja, wir wollten kurz da hingehen. Das sieht ziemlich interessant aus. So. Das ist irgendwo der Weg nach oben. So. Ein paar Leute. Das ist ein Wolf. Der Wolf greift an. Okay. Der Wolf ist verwirrt und greift irgendwas anderes an. Ja, wie geht der Zauber? Ah, jetzt, okay. Wo ist der Wolf hin? Greifst du an, Wolf? Unser Wolf muss angreifen. Wo ist der Wolf hin? Da. Okay, wir testen mal auf Flammen, genau. So, was machst du, Wolf? Da bist du. Okay. Hat jetzt nicht so viel ausgehalten. Also. Was ist mit diesem einen Haus da los? Wieso ist das so merkwürdig? Oh nein, er hat einen Wolf getötet. Halten wir ihn aus. Genau, ja. Da oben rechts ist noch eine Buff-Tower. Okay, das ist der Schutzwolf. Gut. Da haben wir noch jemanden auf einem Pferd. Und. Okay, das sind Wachen. Ich glaube, das ist auch ein Söldner, kann das sein? Eine Söldnerin. Ja, lassen wir sie mal in Ruhe. Aber nicht zu nahe in die Nähe von diesem Gefangenen gehen, sonst werden wir noch blöde angebraucht. Gut zu verkaufen. Dieses Heim und das Umland stehen zum Verkauf. Ich habe viele Abenteuer in Himmelsand erlebt, doch jetzt möchte ich diese geschätzte Lande verlassen, fürchte ich. Der Krieg macht uns allen Leben schwer, dass ich befürchte, dass ich Schlimmes. Das Schlimmste steht uns erst noch bevor. Ich habe den Vogt in Drachenfeste mit dem Verkauf meines Guts beauftragt. Bei Interesse meldet euch bei ihm. Okay, ja, das wird wahrscheinlich auch wieder sehr viel kosten. Jetzt momentan sind wir noch sehr, sehr arm. Es wird noch einige Zeit dauern. Wir müssen mal ein paar Sachen mitnehmen, zum Beispiel hier Bienenwaben. Könnt noch ein paar Pflanzen mitnehmen, genau. Einfach, dass wir ein bisschen Geld verdienen können. Eventuell über Tränke würde ich eigentlich gerne ein bisschen sehen. Dass ich Alchemie ein bisschen level. Kürbisse. Einfach fürs Essen noch ein paar Sachen mitnehmen. Das letzte Mal haben wir ja auch noch ein bisschen Weizen gefunden. In so Bündel gesponnen. Und ja, das haben wir uns auch geschnappt. Fast schon geklaut bei der Bauer. Ja, okay. Du da? Hallo, du rennst so schnell. Hallo. Eine Abenteurerin. Okay. Die will nichts von uns. Die spawnen manchmal. Das ist eine neue Magie, Teleportzauber. So. Ihr müsst einer von diesen Ja. Magiern sein, aus der Akademie in Nein, Winterfeste. das sind wir noch nicht. Also gut. Das ist jetzt richtig. Nett zwar, aber ja, sind wir noch nicht. Wir wollen jetzt zuerst mal Druidenzauber erlernen und ja, dann können wir mal schauen, ob wir da in der Alchemie mit was aufgenommen werden. Wir müssen ja auch etwas lernen, oder? So, wo sind irgendwelche Gegner? Das hat hier einen Wachposten, da passiert jetzt nicht so viel. Oh, das Gegner. Bewegen. So. Okay, ist noch ein Gegner, die Wacherin, Dinger davon. Oh ja. Dietrich. Ja, das ist nichts. Da oben ist noch einer gewesen. Wow, bist du stark. Ah, du hast einen Headshot verteilt. Cool. Die Wachen sind stark. Mit Banditen komme ich gut zurecht, aber Drachen? Ja. Ist verrückt geworden. Ach, schade. Das können wir jetzt nicht holen. So, wo gehen wir hin? Wir gehen mal hier auf den Hügel. Da unten ist eine Mühle.
Und da habe ich irgendwas gehört. Das machen wir aber jetzt noch nicht. Weil es halt, ja, ohne das besonders ist, was anders besser. Wahrscheinlich passen wir da an einem anderen Tag. Wir sollen nur warten auf uns. Wir müssen jetzt einfach mal noch ein bisschen uns vorbereiten und nicht alles einfach annehmen und dann sterben. Ja. Einfach noch kurz ein bisschen üben, trainieren. Oh, hier ist auch irgendwas. Sonst in der Umgebung nicht so viel. Ein Lager. Oh. Da kommt etwas auf uns zu. Hier ist ein Loch. Oh Gott, eine Falle. Gut, sind wir hier nicht reingestellt. Hm, ich tue ihn mal jetzt mit einem Bogen angreifen. Oder sind die Banditen von dort gewesen? Was macht der da im Wasser? Er ist ja völlig nackig. Hm. Ich sehe jetzt gerade und höre auch niemanden. Reichen verbessert. So, wir haben ein Level up, aber das können wir halt nur im Schlaf verbessern. Ja, das habe ich doch richtig gesehen. Der da oben. Oh, ist nicht so gut. Wechseln zu Flammen. Hey, nein, ich habe beides ausgewählt. So, wo sind die anderen? Das ist ein Magier, der einfach keine Robe hat. Cool. So, nehmen wir das Wichtigste mit. Der schießt immer noch auf uns, deshalb höre ich die Pfeile. Also jetzt momentan kann ich wieder rennen. Wird jetzt trotzdem hören. Okay. Es brennt gerade. Von wo hat er uns getroffen? So, wunderbar. Sagte ich schon, wäre irgendwo hinter uns noch einer. Aber nein. Er hat uns wahrscheinlich knapp einfach. So, also wir haben jetzt hoffentlich ziemlich viel Platz. Lol. Hier ist ein Mammut gewesen wahrscheinlich. Schön. Das ist eine Falle. Aua. Das ist eine Falle gewesen. Ich habe das einfach nicht erkannt. Zu wenig schnell. Aber gut, macht nicht so viel Schaden. Jo, wir können eigentlich bald aber auch wieder Schwierigkeitsgrade. Okay, der Pfeil von mir ist dort rein. So, ich will ja es nicht zu leicht haben, auch nicht zu schwer. Es kann aber passieren, dass es wirklich zu schwer wird. So. Gut. Eine Axt haben wir, glaube ich, schon. Eine Spitzhacke könnte ich, glaube ich, noch brauchen. Jo, also hier ist noch eine Treppe runter, so. Was haben wir hier nur noch? Eine Höhle. Ich traue mich aber, glaube ich, noch nicht rein. Ja, mein Leben ist mir noch ein bisschen zuliebe. Wir sind noch nicht so vorbereitet. Wenn wir ein bisschen besser sind, dann kann ich es mir gar nicht wagen. Aber wir sind jetzt gerade erst am Anfang. Da bleiben wir uns lieber noch ein bisschen sicher. Es kann natürlich auch an der Oberfläche irgendwas sein, aber da drin ist wahrscheinlich der Banditenanführer.
und so weiter, die sind sicher stärker. Ja. So, gut, aber sind die jetzt nicht ganz so stark gewesen. So, haben wir irgendwas hier am Wasser? Hallo. Schön siehst du aus. Tökel. Nein, eine Gans wurde getötet, wahrscheinlich von den Banditen. Ah, hier ist eine besondere Pflanze, die leuchtet. Noch Töne, Nierenwurz. Die haben wir mal im Inventar von einem Händler gesehen. Könnte einer uns verkaufen. Okay, die sind ein bisschen zu leicht. Ich tue den Schwierigkeitsgrad ein bisschen erhöhen noch. Also jetzt. Okay, wir sind Novize. Wieso sind wir Novize? Machen wir doch mal. Gut. So. Machen wir doch Adept. So. Gut. Wir haben aber nicht auf Novize gestellt. Wir haben schon mal auf Adept gestellt. Keine Ahnung. Ich hoffe, dass es einfach bleibt so. Hallo. Ja, okay. Überlegt ihr euch hier niederzulassen? Da steht ein Haus zum Verkauf. Das Briesenhain. Ihr solltet mit dem Vogt oben in der Festung sprechen, wenn ihr Interesse daran habt. Okay, was macht ihr hier so in der Wildnis? Einfach erkunden. So, jetzt muss ich mal kurz schauen, ob das gespeichert bleibt. Oh. Irgendwie nicht. Also mal kurz schauen. Adept ist aber noch drin. Okay, sehr komisch. Wollen wir jetzt nochmal so eingehen? Hä? Das hatte ich ja noch nie. Nein, nicht auf Standard. Okay. Keine Ahnung, aber ich will eigentlich nicht auf Novize spielen müssen. Ganz komisch. Außer es liegt am Survival-Modus oder so. Okay, sind auch von wieder, ne? Ist das aber eine. Ja, es ist immer noch ein bisschen zu leicht, habe ich das Gefühl. Das will sich nicht ändern. Tja, es gibt Probleme, es ist wieder irgendwie verbuggt oder so. Keine Ahnung. Okay, das war aber auch leicht. Mit zwei Banditen. Es könnten aber noch Banditen kommen vielleicht. Jetzt momentan scheinbar nicht. Okay. Notiz. Skoma, okay, Skoma Verkauf. Hm. Taschendiebstahl, okay. Jo. Dann nehmen wir doch den Wein noch mit. So. Okay, Nein. Doch ein bisschen schwieriger. Direkt am Anfang. Wo? Die andere Seite. Okay, gut. Eisenstiefel. Nehme ich jetzt mal nicht mit. Oh, Salz. Sehr gut. Äpfel. Noch mehr Salz. Karotten. So, ich schaue mir mal das an. Oh, da kommt noch ein Gegner. Habe ich gar nicht gehört. Begib dich zum Ort des Hinterhalts. Katzenpisse.
ist das jetzt? Käfer im Lager, spezielle Drachen festgekommen. Stark und doppelt. Straße westlich von Weißlauf am niedergebrannten Haus zwischen den Wachtern und der Festung Graum oder Weg abschneiden soll. Wenn man bedenkt, wie besessen er von dem Stab war, wird er einfach sein, ihn zu überraschen. Okay. Dann kämpfen wir mal gegen die Banditen. Ist nur einer. Okay. So, wunderbar. Gut, machen wir das noch? Ach, das noch einmal. So, Zerstörung auf 19, cool. Also ich werde bis zum nächsten Part dann das hoffentlich behoben haben. Sonst müssen wir etwas anders uns ausdenken. Ich will sie natürlich nicht zu leicht spielen, das Spiel. Aber das geht irgendwie nicht. Dass ich das irgendwie speichere. Ja, sie sind immer noch auf einer Witzen. Die Taste geht halt auch nicht. Es speichert, aber es speichert nicht die Einstellung. Jetzt ist es Adept, aber wenn ich ganz rausgehe. Novize, okay. Wo haben wir die Tastatur? Dann mache ich mal das Tab auf F. So. Gehe auf Einstellung Gameplay. Und. Okay, das ist das gleiche, wenn ich jetzt wieder reingehe. Gameplay Novize. Okay, komisch. Also irgendwas stimmt nicht mit dem Spiel. Vielleicht ein Mod macht da irgendwas komisch. Das ist wieder eine Wache, okay. Also irgendwo ist ein Turm. Dort ist ein Turm, oder? Und eine Festung war es, glaube ich, noch. Das müsste die sein. Also da müsste irgendwo ein abgebranntes Haus sein. Da ist doch. Schön, dass du heulst. Aber steck mich nicht an mit deinem Fell da. So stinkig aussieht. Das ist nicht so toll. Ich hätte gerne. Nicht so schwitztes Fell. Die haben leider manchmal wahrscheinlich schon Krankheiten. Was ist das hier auf dem Boden? Ist das ein Mammut gewesen? Hm, scheinbar schon. Oh. Direkt ein Baumstumpf im Weg. So. Ich habe jetzt Lust, da etwas auf zu verdienen endlich. So, was haben wir denn? Was haben wir über einen Menschen gesehen oder so? Der muss irgendwo hier sein. Hallo? Bist du hin? Ganz komisch. Ich merke auch gerade, der Survival-Modus geht auch nicht. Etwas wird irgendwie nicht gespeichert. Weil eigentlich bin ich ja hier im Überlebensmodus. Okay, ganz komisch. Ja, vielleicht beim nächsten Mal neu starten ist es wieder korrekt. Aber keine Ahnung. Es speichert ja. Ich resette sie ja nicht. Okay, irgendwas stimmt nicht. Ja gut. Und irgendwie so ein Mann oder was das war, ist hier auch verschwunden wieder. Da ist eine Wache, okay. Bist du es gewesen? Schön, euch zu sehen. Endlich mal jemand, der nützlich ist. Jo, okay, aber ich habe das Geld leider nicht. Hm. Tja. Los, keine Pausen mehr. Wir müssen den Weg nach Einsamkeit finden. Belästigt mich nicht, Bauer. Ich habe eine lange Reise hinter mir und für diese Geschenke zu viel Geld bezahlt, um zu spät zu Vittorias Hochzeit zu kommen.
Viel Spaß bei deiner Hochzeit. Gerne, wenn wir es bis dorthin schaffen. Er wette dir schon. Tschüss. Ah, ich hätte das andere nehmen sollen. Aber ich bin gar nicht so unfair. Ah, hier ist das Haus, okay. Hier müsste irgendwas versteckt sein. Die Diebe wollen hier etwas weiter handeln und so weiter. Auf dem Bett ist nichts. Aber hier ist eine Kiste. 5 Gold, okay. Nochmals mit drüber. Das ist die gleiche. Jo, ich hätte gerne irgendwie Geld mehr. Oh. Boah, ey, die Wölfe kommen auch aus dem Nichts. Ist es nicht das Richtige? Also wir haben sie jetzt deaktiviert. Jetzt kommt einfach diese Anmeldung. Komisch. Boah, ob ich irgendwas falsch mache, ob ich falsch drücke? Denke ja nicht. Also irgendwie finde ich da keinen. Was ist das? Zauberstab oder so irgendwas? Okay, schade. Ich hätte gerne irgendwas gefunden. Für einen Magier. Aus der Truhe ist nichts mehr. Vielleicht einfach in der Nähe oder so. Hinter einem Stein. Du suche die Leiche des Orks nach Hinweisen. Wo ist eine Leiche? Ich sehe keine Leiche eines Orks. Muss der hier irgendwo sein? Hallo. Wo ist eine Leiche von einem Ork? Ich sehe nichts. Und heute. Ein Wolf ist hier, den habe ich ja getötet. Das sind wieder die Abenteurer, die irgendwas angreifen. In die Richtung. Schauen wir mal kurz an. Ja, Abenteurer. Okay, die haben irgendwie so eine Krabbe hier angegriffen. Scheinbar. Ah, oh, nur eine Krabbe, ey. Die sind ein bisschen aggressiv. 2 Gramm, okay. Jo. Aber ich möchte den Ork finden. Wo habt ihr den Ork verschleppt, ihr Abenteuer? Ich hätte gerne gute Beweise. Ich hätte gerne irgendwas, was ich erfinden kann, was nicht nur geschrieben wird. Oh, da ist irgendwie ein Ork. Mit einem Zauberer. Ein Ork-Zauberer eher. Also hier ist ja nichts, oder? Nö. Okay. Gehen wir doch mal hier suchen. Da vorne ist Modig Gilgar. Okay, wer hat ihn getötet? Geschäftsbuch des Schmuck. Ah, das ist ein Ork, der ist nämlich grün. Okay, du suchst die leichte Socks nach Hinweisen. Lies das Geschäftsbuch des Schmugglers. Eine magische Kapuze. Stab des Kettenblitzes. Ein weiteres Ziel, okay. Seliger Dingstein. So. Bücher. Geschäftsbuch des Muggels. Posten. 1 Dutzend Flaschen Koskoma. Geliefert an Delven, Mallory, Riften. Schmugglergebühr. 50 Septinen angefallen. Da ich Delvin kenne, ist er dieser Rabatt wert. Zumindest dieses Mal. Okay.
Posten. Stab von Hasadoki, Salz der Leere, Sehnsteine, Knochen. Nee. Geliefert an Ivara von Mettit und Lussachs, Kratatram, Bruchbrennpass. Bruchbrennpass. Schmugglergebühr. Vorerst nur Geld und Edelsteine. Es war schwierig, einige der Posten auf der Liste hineinzuschmuggeln, aber die Zombie-Liebhaber waren zufrieden. Sie wollen versuchen, ein Portal zu etwas zu öffnen, das sich Seengrab nennt. Falls es dort Beute gibt, wäre es vielleicht eine gute Idee für Käufer zu finden. Seengrab ist beim Bruchbeinpass. Das muss irgendwo oben sein auf einem Berg, also zwischen zwei Bergen und so. Irgendwo so passmäßig. Post und Gehstoch, Buch. Geliefert an Banditen, Maisflusswacht. Schmugglergebiet. Hier hat mir ein Deutsch die Bauern gezahlt, auf den sich noch gut befand. Der Gehstock war um einiges zu kurz, aber das sieht dem Mistkerl recht, da er nicht in Gold bezahlt hat. Ich habe ihm gesagt, dass er lernen muss, mit offenen Augen zu kämpfen, wenn er eine bessere Leistung haben will. Okay, dann tun wir noch kurz. Nein, falsche Taste jetzt. Jetzt haben wir es ja gewechselt. Den Stab ausrüsten. Wir werden ihn aber noch nicht verwenden. Oh nein, das ist auswählen. Nicht. Nochmals. V. Auch nicht V. Hä, wieso ist das jetzt raus? Ich habe irgendwie das Gefühl, die ganze Steuerung wurde wieder irgendwie resettet oder so. Das ist jetzt rauswerfen, obwohl ich das nie auf rauswerfen hatte. Welche Taste ist es denn? Tab. Weil ich das gewechselt habe, aber nicht mit der V-Taste, mit der F-Taste. Und F-Taste war ja vorher nicht wechseln. Also ich verstehe nichts mehr. Gut. So. Also jetzt habe ich einen Zauberstab in der Hand. Jetzt wechsle ich mit der Q-Taste zu Flammen. Das geht jetzt natürlich nicht. Nein! Außenbaditen. So ein Mist. Also ein Banditenanführer sogar. Okay, immerhin. Genug schwer, genug zäh. Seid ihr zum Sterben bereit? Ja, jetzt haben wir ein Problem. Der verbrennt, gut. Wir haben ein Mana-Problem. Können wir auch mal rennen anstelle von irgendwie merkwürdig. Das ist auch ein Anführer. Eieiei. Wir gehen, glaube ich, zum Wachturm. Falls nämlich Wachen wir uns helfen. Das ist ein Zickzack. Oh ja, wir haben uns gar nicht getroffen. So langsam haben wir genügend Mana auf. Wache, Wache, hilf uns! Wir haben hier so Banditenanführer 2. Machen die auch etwas? Hallo? Das ist ein Ante. Okay, aber wo sind jetzt die Banditen in. Habt ihr die erledigt jetzt? Okay, das ging aber schnell. Ich scheine overpowered zu sein oder so. Sehr merkwürdig. Da ist noch einer. Und wieso seid ihr jetzt nicht mehr hier? So. Da drüben irgendwo noch. Der Tod ist stark überbewertet. So, du hast dich versteckt, hä? Es kann sein, dass hier in der Nähe... Oh nein! Ein Roadrunner. Dass hier in der Nähe ein Banditenlager ist oder so. Na, das war der Ort. Gekochtes Otterfleisch. Nordmet. Gut. Es ist schön, dass die angegriffen haben. Untertrank des Beschwerers. Die Erweckung der Lebenden. Okay.
Hey, hallo, ich will hoch. Und? Okay, es geht nicht so gut. Wacholderbeeren. Eisenpfeil, Knochenmehl. Wieso kann man hier nicht hoch? Oh, diese Pfeile. Okay, sehr merkwürdig, dass man hier nicht hoch kann. Das möchte ich gerne noch mitnehmen. Da sind noch ein paar Sachen drin. Okay, ja, das meiste habe ich. Dort sind wieder irgendwelche, sind wahrscheinlich wieder Banditen. Die gehen aber jetzt gerade einen anderen Weg. Hier ist ein Marodeur, okay. So. Ich weiß nicht, ob ich das wagen soll. Schon Banditen zu sein. Da oben sind aber noch mehr. Hallo. Statthalter von Talmor. Das sind die Roben der Akademie von Winterfeste, nicht wahr? Ja, könnte sein. Ich bin ein Statthalter der Talmor in wichtigen Angelegenheiten, in die ihr euch einmischt. Okay, ja, weiß ich doch nicht. Wer sind die Talmor? Wir sind Sondergesandte des Altmeri-Bundes, der rechtmäßigen Herrscher von Tamriel. Wenn ihr wollt, dann kann ich euch zeigen, warum. Wenn ihr schlau seid, dann geht ihr. Ja, okay. Keine Angst. Dann gehen wir lieber wieder zum Turm und dann wieder nach Weißlauf. Und ja, es gibt irgendwelche Probleme. Ich versuche sie zu lösen. Und solange, ja, muss ich halt einfach kurz Pause machen, weil ich will ja nicht so weiterspielen, wenn es zu leicht ist. Und jo, und auch ein bisschen übertrieben. Ich kann aber gerne sonst halt einfach ein paar Mods wegwerfen oder so, oder neu anfangen ohne Mods. Aber das ist ja, ja, ich spiele ja Skyrim wegen Mods, oder? Und wenn Mods so verbuggt sind, habe ich auch weniger Lust auf Skyrim. Keine Ahnung, also ich habe alles ein bisschen getestet schon, aber natürlich im kleinen Rahmen und mir ist damals noch nichts aufgefallen. Jetzt nicht so Weißlauf besucht und Quests gemacht und so, Schwierigkeitsgrade gewechselt. Das habe ich alles nicht gemacht und es schien sehr gut. Jetzt einfach in einem der, ich glaube im letzten Part, einmal der abstürzende Söldner und sonst, ja. Ist eigentlich nichts passiert, außer der Schwierigkeitsgrad, der jetzt nicht mehr wechselbar ist, aber ich weiß nicht wieso. Naja, gut. Vielleicht kann mir auch jemand helfen. Dankeschön fürs Zusehen. Bis hoffentlich dem nächsten Mal, bis das gelöst ist. Und ja, ich möchte natürlich schon schwierige Gegner haben. Gut, auch ein bisschen fester. Geil. Tschüss zusammen.